Das große Ziel, es ist fast zum Greifen nahe. Im Hessen-Pokal-Halbfinale wollen sowohl der FSV Frankfurt als auch Wien Wiesbaden den vorletzten Schritt in Richtung DFB-Pokal gehen. Die Rollen dürften vor der Partie sehr klar verteilt sein. Natürlich ist der Drittligist Wiesbaden haushoher Favorit und alles andere als ein klarer Auswärtssieg wäre heute eine echte Überraschung. Trainer Rüdiger Rehm weiß allerdings, dass sich sein Team nicht zu sehr in Sicherheit wiegen sollte. Im Viertelfinale gab es gegen den Regionalligisten FC Gießen nur ein knappes 2:1. Dementsprechend beginnt Wiesbaden äußerst druckvoll. Dritte Minute, das ist Marvin Adjani mit der Hereingabe. In der Mitte bekommt der FSV den Ball nicht geklärt und Nilsson sagt Danke. Der ganz frühe Nackenschlag für den FSV Frankfurt. Nicht einmal 180 Sekunden hält das 0:0 an und schon geht der Favorit hier in Führung. Große Unordnung in der Frankfurter Hintermannschaft für Nilsson, dann einer seiner leichtesten Treffer. Doch die Reaktion des Regionalligisten ist bemerkenswert. Nur wenige Minuten nach dem 0:1, schön durchgesetzt von Timo Kunert und von hinten kommt Luca Bazzuli angerauscht. Da muss sich Tim Boss ein erstes Mal richtig strecken. Beste Möglichkeit für den FSV bislang. Und auch Rüdiger Rehm sieht, dass Frankfurt trotz des frühen Gegentreffers in der Anfangsphase absolut ebenbürtig agiert und fordert deshalb von seinem Team wieder mehr Offensivfußball. Kevin Langford hat etwas zu viel Platz auf der rechten Seite und findet am langen Pfosten Gustav Nilsson. Ist das abgezockt? Doppelpack vom 23-jährigen Nachwuchsstürmer aus Schweden, der erst seit Januar in Wiesbaden unter Vertrag steht und nicht so richtig in die Saison hineingefunden hat. Jetzt scheint der Knoten bei ihm so allmählich zu platzen. Doch die Frankfurter halten weiter wacker dagegen. Ballgewinn von Kilati, dann geht es schnell. Der Ball landet bei Alavi und am zweiten Pfosten verpasst dann Jake Hurst. Es ist eine wirklich muntere Partie in diesem ersten Durchgang, weil auch Wiesbaden keinen Gang zurückschaltet. Starke Einzelaktion von Adjani und in der Mitte wieder Nilsson. Den schwedischen Nationalstürmer bekommt der FSV überhaupt nicht in den Griff. Zentimeter fehlen ihm hier zum Hattrick. Zur Pause führt Wiesbaden verdient mit 2:0 und auch nach dem Seitenwechsel wird es gleich wieder gefährlich. Michel Niemeyer mit ordentlich Tempo über die Außenbahn. Die Flanke geht eigentlich zu weit, aber Endres kommt nicht an den Ball und dann steht da wieder Nilsson. Wie schon in den ersten 45 Minuten der Blitzstart des Drittligisten. Jetzt hat Gustav Nilsson doch noch seinen ersten Dreierpack im Trikot des SVW. Das Spiel war nach dem 0:3 dann natürlich entschieden, aber der FSV beweist hier eine tolle Moral und versucht wenigstens den Ehrentreffer zu erzielen. Jake Hurst mit seinem nächsten Versuch. Ansonsten bekommt Wiesbaden jetzt immer mehr Freiräume zum Kombinieren. Die Hereingabe von Chato landet über Umwege bei Adjani, der scheitert noch beim ersten Versuch, krönt dann aber seine Leistung mit dem 4:0. Die Mannschaft von Rüdiger Rehm zeigt heute kaum eine Schwäche und erteilt dem FSV eine Lehrstunde zum Thema Effektivität. Für den Zweitliga-erfahrenen Adjani ist es bereits die zweite Torbeteiligung in diesem Halbfinale. Kurz darauf gibt es Applaus von den Rängen. Gustav Nilsson verabschiedet sich nach starker Leistung mit 3 Toren. Für den Schweden kommt Philipp Tietz neu in die Partie. Auf dem Platz tut sich da nicht mehr allzu viel. Wir springen schon in die 86. Minute. Der agile Hollerbach tankt sich irgendwie an 3 Mann vorbei und überwindet dann auch noch Endres. 5:0, der Schlusspunkt einer einseitigen zweiten Halbzeit. Am Ende ist dieses Halbfinale dann doch eine eindeutige Angelegenheit. Auch der erst 19-jährige Hollerbach, der in der Jugend lange beim FC Bayern München gespielt hat, belohnt sich mit einem Treffer. Und wenige Minuten später ist dann Feierabend. Rüdiger Rehm und der SV Wien Wiesbaden ziehen letztendlich souverän ins Hessen-Pokalfinale ein. Frankfurt hat sich teuer verkauft, aber insgesamt war der Tabellensechste der dritten Liga dann doch eine Nummer zu groß. Daniel Endres mit seinem persönlichen Fazit zu diesem Pokal-Halbfinale.
Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr ernüchternder Abend für uns, glaube ich. Wir haben uns alle sehr, sehr viel vorgenommen. Ich glaube, der große Unterschied war die Effektivität. Da hast du gemerkt, ja, die ersten zwei Schüsse waren gefühlt drin. Dann läufst du einen Rückstand hinterher, dann wird es immer schwieriger. Und ja, man würde sagen, hier, heute hat die abgezocktere Mannschaft, die reifere Mannschaft definitiv gewonnen. Und dann, ja, da kamen wir gar nicht mehr hinterher. Und wo wir phasenweise, glaube ich, einen guten Fußball gespielt haben, phasenweise wahrscheinlich auch den besseren Fußball gespielt haben. Aber ja, davon kann man sich nichts kaufen. Du musst jetzt munter putzen und sagen, ja, das war es ab jetzt in der Saison in dem Pokal. Und voller Fokus jetzt auf den Samstag wieder. Wir wollen natürlich jetzt in der Liga ja, kleine Wiedergutmachung, würde ich jetzt mal so nennen. Wir wollen es nicht so stehen lassen, weil wir, glaube ich, jetzt nicht 5 Tore schlechter waren. Auf den FSV wartet damit ein entspanntes Saisonfinale. Für Wiesbaden geht es am 29. Mai dann ins Pokalfinale.